bevor das Go kommt. Jetzt kommt das Go. Also, herzlich willkommen hier bei meinem Vortrag, die 8 Todesgriffe des Design Shaolin hier in Wien auf dem Joomla Day. Und ich trinke erstmal einen Schluck Wasser, ganz wichtig. So, dann geht's mal los. The volume is biggest. Oh ja. Weißt du, wieso dich meine Schläge... The volume is biggest. Also das ist schon ganz laut, okay? Du führst mit der Schulter. Und wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Du wirst schnell und direkt nur mit Chi. Das Resultat ist Power. Chi. Power. Kann niemals erfolgreich sein ohne eine Überraschung. Und mit dieser Überraschung begrüße ich euch hier zu meinem Vortrag, die 8 Todesgriffe des Design Shaolin. Denn die Überraschung lautet, dass dieser Titel leider reines Marketing ist. Er ist einfach nur da, um euch hier neugierig zu machen und reinzulocken, damit ich hier nicht vor leerem Haus spielen muss. In Wahrheit wird keiner heute hier rausgehen und auch nur einen einzigen Todesgriff beherrschen. Das tut mir leid. Selbst wenn ich was darüber wüsste, dürfte ich nicht drüber sprechen, denn dieses Wissen, das darf immer nur weitergegeben werden vom Meister zum Schüler. Aber ihr seid nicht ganz umsonst da, es gibt auch gute Nachrichten. Es gibt nämlich Dinge, über die ich mit euch sprechen darf. Und zwar zum Beispiel über die Tatsache, warum Webdesign denn so ein großartiger Beruf ist. Frage vorab, bei dir weiß es schon, ein Designer. Sind noch andere Designer im Raum oder haben wir... Keiner? Keiner? So, ja, da hinten wird vorsichtig genickt, ja. Also ein paar bin ich nicht ganz alleine. Wunderbar, schön. Wir sind ja in der Joomla-Welt immer in einem spannenden Feld zwischen Entwicklern, Designer, Consulter, alles sehr, sehr vermischt miteinander. Und da sind wir auch schon mitten im Thema, das Problem des Vermischens. Warum die Wahrnehmung des Berufsbildes Webdesigners eigentlich so unscharf ist oder gar vielleicht sogar teilweise ein schlechtes Image hat. Also es gibt durchaus Leute, die sind vorsichtig damit zu sagen, ja, ich bin Webdesigner, das klingt immer so ein bisschen, es hat so ein bisschen das Umwobene, das Zusammengeschusterten, das vielleicht sogar semi-professionellen. Also Webdesigner ist manchmal, hat keinen allzu hohen Stellenwert in der Wahrnehmung da draußen. Und warum ist das so? Ist das überhaupt noch so? Und wenn ja, welche Gründe gibt es dafür? Zum einen hat die Entwicklung des Berufsbildes Webdesign damit natürlich was zu tun. Und deswegen sollten wir mal einen Blick werfen in die Geschichte des Webdesigns. Es ist ja ein sehr junges Berufsbild, verglichen jetzt zum Beispiel mit dem Beruf des Metzgers, des Maurers, des Dachdeckers. Wir reden von einem Zeitraum von etwa 25 Jahren, also ein sehr junger Beruf. Trotzdem immerhin 25 Jahre etwa, die wir beschauen wollen. Also eigentlich eine ganze Menge Holz, man könnte darüber stundenlang sprechen. Die Zeit haben wir natürlich nicht. Deswegen habe ich mal so die wichtigsten Milestones, die ich so in der Recherche der Geschichte des Webdesigns eruiert habe, aufgeschrieben. Wir starten unsere kleine Zeitreise, also im Jahr 1991. 1991 hat Tim Berners-Lee die allererste Webseite veröffentlicht. Und diese allererste Webseite, die ist heute immer noch zu sehen, die ist im Archiv des W3C zu sehen. Die kann man sich immer noch anschauen. Ich habe für euch jetzt hier immerhin mal ein Screenshot dieser allerersten Webseite aus dem Jahr 1991. Und wenn man die sich jetzt mal auf sich wirken lässt, dann kann man ein paar schöne Sachen feststellen. Zum Beispiel haben wir hier Responsive Web Design. Ja? Wir haben minimale Texte, das heißt, wir sind auch sehr leichtgewichtig und mobile-friendly. Wir haben sehr harte Kontraste, also gute Accessibility zur Website. Wir haben Flat Design. Wir haben eigentlich alle Probleme, die wir heute so als Webentwickler haben, mit der allerersten Webseite von 1991 erschlagen. Und die ganzen Schwierigkeiten und die technischen Herausforderungen, die in der Zeit eigentlich kamen, haben wir uns auch ein Stück weit selbst geschaffen. Natürlich auch durch die Entwicklung komplexerer Technologie, aber auch ein Stück weit durch den Wunsch, das Web immer mehr zu gestalten und zu gestalten. Und wie wir hier sehen,
war dieses Medium erstmal im Grunde genommen völlig gestaltungslos. 1992 ist der TableTech verabschiedet worden, der später das erste Designwerkzeug für uns Kreativschaffenden wurde. Ich weiß nicht, hast du noch mit Tabellenlayout gearbeitet? Ja, kennst du den. Hat ihr auch den Tabellenlayout noch gemacht? Ja, na, sehr gut, sehr, sehr gut, mit guter Gesellschaft. Haben wir auch noch gemacht. 1994 ist das World Wide Web Consortium gegründet worden, W3C, also W3C World Web Consortium. Im Vorstand auch eben dieser schon zitierte Tim Berners-Lee mit dem Ziel, webkonforme Maßgaben zu schaffen, um das Potenzial des Webs voll auszuschöpfen. Denn man hat natürlich sehr schnell gemerkt, innerhalb dieser ersten Kinderjahre des Webs, dass sehr viel Wildwuchs war, Entwicklung ging in alle möglichen Richtungen. Dieses W3C wollte eben Konformität schaffen, um das Ganze in eine geordnete Bahn zu lenken, um eben das Potenzial des Webs voll ausschöpfen zu können. Da, wo eine neue Idee entsteht, entsteht natürlich auch der Wunsch nach Wirtschaftlichkeit. Man hat in diesem neuen Medium natürlich sehr viel kommerzielles Potenzial gesehen. Deswegen begann ab 1995 etwa so der Aufstieg der sogenannten Dotcom-Blase. Man muss sich das so vorstellen, das war eine richtige Goldgräberzeit. Ne? Neue Startups sind entstanden, die sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Jede Geschäftsidee, die irgendwie mit dem Internet zu tun hatte, kamen sofort Investoren, haben die mit Geld zugeworfen, weil jeder ein Stück von diesem Kuchen abhaben wollte. Das hatte zur Folge, dass natürlich unglaublich viele Webseiten entstanden. Wo viele Webseiten entstehen, wird viel Design gebraucht. Das heißt, es wurden unglaublich viele Designer eingestellt in unglaublich vielen Agenturen, die entstanden sind. Im Grunde genommen, jeder, der schon mal irgendwie eine Schülerzeitung gedruckt hat, hat sich plötzlich als Webdesigner in irgendeiner Agentur wiedergefunden und hat plötzlich Web designt. Und jeder wollte natürlich ein Stück von diesem Kuchen abhaben. Und in dieser Zeit ist eben das Tabellenlayout, ich habe eben das kurz schon angerissen, war so das allererste Werkzeug, mit dem Designer versucht haben, Struktur und Raum zu schaffen auf Webseiten, um damit zu layouten. Man hat verschachtelte Tabellen nebeneinander, ineinander verschachtelt und damit Abstände generiert und damit versucht, auf eine Art und Weise, die damals eben zur Verfügung stand an technischer Möglichkeit, Web zu designen. Von Semantik und Zugänglichkeit war, wenn überhaupt, nur zweitrangig die Rede. Also Design ging damals einfach über Struktur. Das hat sich ja mittlerweile auch, Gott sei Dank, muss man sagen, gewandelt, aber in erster Linie ging es dann erstmal darum, dass man eine Webseite überhaupt designen konnte. 1996 dann Flash verabschiedet. Flash, wir erinnern sich nicht noch an diese wunderbaren Intro-Seiten, die es früher gab. Und jeder Kunde wollte eben, dass sein Logo in irgendeiner Art und Weise animiert als Startseite vor der Website, am besten noch mit schön fettem Sound. Und unten hat man dann immer so einen kleinen Skip-Link und spätestens beim zweiten Besuch der Website hat man auf diesen Skip-Link gedrückt, damit man sich den Mist nicht mehr angucken wollte. Aber das war einfach damals Teil des Webdesigns, dass man eben eine tolle Flash-Animation als Einstieg hatte. Dann wurden ganze Webseiten in Flash designt. Flash hatte eine Zeit lang einen sehr großen Siegeszug angetreten. Da waren so Leute wie ich, die noch rein mit HTML entwickelt haben, haben hier und da mal gedacht, dass es vielleicht schlau wäre, auch auf Flash zu wechseln, weil man hatte so ein bisschen das Gefühl, das wäre so die Zukunft, weil natürlich Flash diese einzigartigen Animationsmöglichkeiten geboten hatte, die damals im HTML völlig undenkbar waren. Allerdings wurde Flash, heute wissen wir das natürlich alle, etwa 2007 begann dieser Grabeszug von Flash. Warum 2007? 2007 hat eben die Firma Apple das erste iPhone auf den Markt gebracht und Apple sagte ganz klar, dass Flash auf Apple nicht unterstützt wird. Und so ist nach und nach Flash dann relativ vom Markt verschwunden. Ich weiß nicht, ob Flash heute noch ein Nischendasein hat für spezielle Einsatzgebiete. Wahrscheinlich arbeitet noch irgendeiner von euch mit Flash. Kopfschütteln? Nein. Also man kann wohl, glaube ich, sagen, dass es relativ weg ist vom Fenster. Wir haben in der Zeit wiederkehrende Elemente durchaus mit Frames noch gebaut. CSS ist zum ersten Mal verabschiedet worden. 1998 dann CSS 2, 99 CSS 3 und 2000 schließlich, also 95 Aufstieg, 2000 in Zeitraum von 5 Jahren, wo ein unglaublicher wirtschaftlicher Boom war, der an seiner Spitze dann zerplatzt ist. Diese sogenannte Dotcom-Blase ist geplatzt. Auch in Deutschland
wurde ein eigener Börsenmarkt, der sogenannte neue Markt, als Marktsegment für zukunftsweisend und stark wachsende Technologieunternehmen etabliert. Also auch da ist unglaublich viel Geld in die Börse geflossen. Wir erinnern uns noch an die Fernsehwerbung der T-Aktie vielleicht. Ich weiß nicht, ob das in Österreich auch so beworben wurde. Also in Deutschland hatten wir diese T-Aktie, also den Börsengang der Telekom, mit bekannten Schauspieler Manfred Krug, gerade neulich verstorben, als eines der großen bekannten Gesichter, der eben für diese T-Aktie geworben hat. Die Medien haben das befeuert, bis auch Oma Erna, die noch nie in ihrem Leben Aktien gekauft hat, hingegangen ist und einen beträchtlichen Teil ihrer Rente in diese Aktienpakete gesteckt hat. Und ja, leider war das keine gute Idee, wie man heute weiß. Ja, was sagt uns diese Zeitreise, dass wir innerhalb von... ich bin noch gar nicht am Ende. Die Zeitreise geht ja noch weiter. Wir sind erst im Jahr 2000. 2000 plus beginnt der CSS-Siegeszug. Ja, Tabellenlayout wurde weniger, CSS wurde mehr gemacht. Für viele Designer war das schwierig. Ich weiß noch, wie das bei mir war. Ich habe noch lange an Tabellenlayout festgehalten. Warum? Ich konnte es halt. Ich wusste, wie es funktioniert. Und CSS war für mich ein völlig neuer Voodoo, von dem ich nichts wusste. Ich wusste nur, irgendwelche Leute machen CSS. Und man kann offenbar Inhalt von Grafik trennen, von Layout trennen. Das ist ja eine gute Idee, aber ich halte doch lieber fest am althergebrachten, da weiß ich, wo ich zu Hause bin. Irgendwann war ich dann mal auf einer Party, dann habe ich mal jemanden kennengelernt, der hat schon mal CSS gemacht, mit dem habe ich dann den ganzen Abend verbracht, den habe ich ausgequetscht wie eine Zitrone und danach habe ich mir gesagt, ich muss auch mal dieses seltsame CSS machen. Also Tabellenlayout nach und nach ausgestorben, CSS-Siegeszug beginnt. 2003 dann das sogenannte Web 2.0, viele Social Media Bewegungen, die so aus Amerika entstanden, auch allmählich auf den deutschsprachigen Raum geschwappt sind. Ja, heute Facebook, Twitter, klar, müssen niemand erzählen. Damals gab es in Deutschland noch das sogenannte WKW, also wer kennt wen, oder StudiVZ oder wie auch immer. Das waren alles so die Geburtsstunden so in diesen Jahren, wo die dann entwickelt wurden, wo diese Ideen entwickelt wurden und die dann teilweise dann als Kopien bei unserem deutschen Markt gelandet sind. Auch übrigens für alle Firmen, die sich dann natürlich auf diese Social-Media-Kanäle gestützt haben, weil man hat ja wieder was Neues, man musste ja wieder etwas Neues erobern und man musste auch da wieder einen Haufen Geld ausgeben. Auch dieses, wer erinnert sich noch an dieses Second Life, an dieses Spiel Second Life? Ja, hört man da irgendwas? Die Firmen haben damals Millionen ausgegeben. Wir brauchen einen eigenen Adidas-Store in Second Life. Wir müssen ein eigenes Autohaus in Second Life machen. Ein riesen Hype. Ja, ein Jahr später weg, nichts mehr davon gehört. Wahnsinn. Ja, 2007, habe ich das vorhin schon erwähnt, die Einführung des allerersten Smartphones in Form des Apple iPhones. Und plötzlich war der Fokus auf mobile Endgeräte. Ja, Webseiten mussten plötzlich nicht mehr nur auf festen Monitoren funktionieren, sondern wir hatten plötzlich Smartphones, die bunt waren, die eine Wahnsinnsauflösung hatten und es war ein völlig neues Medium für uns Webdesigner. Man hat dann angefangen mit Grids zu arbeiten. YAML ist in der Zeit auch entstanden, das so Grid-Verfahren hatte, um sich dieser Herausforderung des Focus Mobile zu stellen. 2010 dann erst der tatsächlich erste Schritt in Richtung Responsive Web Design, Easy Market, hat 2010 in List Apart, einen Blog im Grunde genommen, den allerersten Artikel verfasst über die Herangehensweise an das Responsive Web Design, also reagierende Webgestaltung, die sich jeweils dem jeweiligen Endgerät interaktiv anpassen kann. Und wir reisen vor, wir kommen langsam in die Neuzeit mit der Verabschiedung von HTML5. Verschiedene Design-Trends, die uns Designer immer wieder eingeholt haben. Skoimorphic, also den Anspruch, die reale Welt möglichst auch digital abzubilden, mit Schattenwurf, mit Strukturen, mit Knöpfen, die man eindrücken kann. Dann die Gegenbewegung des Flat-Designs, da muss wieder alles gerade sein. Das Metro-Design mit Kappelform, Material-Design. Und Designer mussten immer und immer und immer und immer wieder auf dem Laufenden bleiben. Ja? Also bis heute, jetzt aktuell auch Flexbox, auch wieder eine Herausforderung für uns. Macht alles schön flexibel, ist aber auch eine neue Art der Herangehensweise. Und natürlich, je nachdem, in was für einer
Trendphase man sich gerade befunden hat, war natürlich auch die Nachfrage des zumindest informierten Kunden nach diesen neuen Technologien. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ein Kunde wäre jemals zu mir gekommen und hätte mir die Vorgabe gemacht, das muss jetzt aber alles flat sein. Das hatte ich nie. Ich habe dann auch immer an mich selbst den Anspruch gehabt, natürlich da den Trends ein bisschen zu folgen. Aber die Gefahr bei Trendsetting ist natürlich auch immer, dass man ein Werk schafft, was irgendwie nach einem Jahr schon wieder optisch veraltet ist, weil der Trend einfach vorbei ist und so viele Leute diesem Trend gefolgt sind, dass der sich satt gesehen hat und man dann auf einmal sagt, irgendwie wirkt es schon wieder veraltet, weil der Trend einfach schon wieder vorbei ist, man hat sich einfach satt gesehen. Deswegen natürlich diese Strömung ins eigene Design einfließen zu lassen, ist eine gute Idee, aber vielleicht auch nur bis zu einem gewissen Grad, um auch zu versuchen, ein zeitloses Design zu schaffen. Ja, was sagt uns diese Zeitreise von 91 bis heute quasi? Die sagt uns doch eine Sache, dass Webdesigner verdammt wach bleiben müssen in ihrem Hirn und verdammt viel dazu tun müssen, um am Markt bestehen zu können. Ja? Verschiedene Trends, verschiedene technische Herausforderungen. Es geht immer wieder darum, sich weiterzubilden, sich zu informieren, Blogs zu lesen und für sich selbst auszuprobieren, welche Tools funktionieren für mich, welche Tools lasse ich lieber weg aus meinem Werkzeugkoffer. Aber im Grunde genommen, unterm Strich, heißt es doch, dass das ein Beruf ist, der verdammt viele Qualifikationen mit sich bringt. Also warum sagt man, dass der Webdesigner immer noch so ein bisschen ein kleines Imageproblem hat? Ist es überhaupt so? Fragen wir doch mal jemand, der sich wirklich auskennen muss. In Deutschland wurde unser Moderator vom ZDF, Jan Böhmermann, vor einiger Zeit vom Magazin zum Meinungsmacher Nummer 1 gewählt. Hören wir doch mal, was er so zu dem Berufsbild des Grafikers, des Webdesigners zu sagen hat. Reinmarkt für ein bisschen Kohle, Grafiker. Da ist das Ficker schon im Namen, ja. Grafiker. Glauben Sie, hätten die Weiß, also ich würde vielleicht eine Klammer machen, Grafiker und Leute, die allgemein mit Computer zu tun haben, also System, IT-Administratoren, Leute, die haben diese schüchterne Nerd-Arroganz, zugepickelt bis zum geht nicht mehr, ungebumst seit 30 Jahren, weil er als einziger weiß, welche Ethernet-Stecker man irgendwie in welche Buchse reinstecken muss, was natürlich Quatsch ist, wenn man sich ein bisschen reinfuchst, kriegt das eigentlich jeder Vollidiot hin, es wird ein bisschen schwieriger, wenn man dann komplexere Netzwerke aufbaut, aber selbst da ist auf dem freien Markt für ein bisschen Kohle der nächste IT-Systemadministrator schneller wieder angeheuert, als der Alte mit der Wimper zucken kann. Und Grafiker, die haben irgendwie erklären wollen, nur weil sie eine Photoshop-Lizenz haben für 2000 Euro und sich nicht irgendwie die Creative Cloud leisten wollen, dass sie irgendwie jetzt auf einmal Grafiker sind. Nur weil du ein Programm für 2000 Euro kaufst, heißt das nicht, dass deine Sachen, die du dabei rausbekommst, dass sie dann geil aussehen. Und diese verfickten Typo-Nazis, diese Typen, die irgendwie das ganze Kunststudium geschlafen haben, nur irgendwie weil die Dozentin geil war, bei Typografie aufgepasst haben und die dann, ja, aber du hast ein Apostroph, du denkst, du verwendest ein Apostroph, aber es ist in Wirklichkeit nur ein einfaches Anführungszeichen. Und allein, dass ich das jetzt so gesagt habe, das springt schon wieder, fallen jetzt irgendwie in Berlin-Mitte 20.000 Leute die Zähne aus, weil die einfach sich so mit Typo-Wahnsinn nicht gut auskennen und damit auf einer Party wahrscheinlich mal jemanden ins Bett bekommen haben. Es funktioniert in der freien Welt nicht. Keine Sau interessiert sich für Typo, beziehungsweise nicht für die ganzen Feinheiten. Macht das in eurem Kopf aus, aber lämmert andere Leute nicht damit. Jan Böhmermann, meine Damen und Herren, ein schönes Statement. Ist natürlich jetzt keine konkrete Frage zu meinem Vortrag gewesen, sondern war ein Ausschnitt aus seinem Podcast Fest und Flauschig. Auch an der Stelle vielleicht mal eine Hörempfehlung für Podcasts. Ja, Podcast ist ein verdammt tolles Medium. Das ist ein Dialog, den er immer mit Liedermacher Olli Schulz führt. Sehr lustig, sehr witzig. Und in dem Zusammenhang ging es eben um Grafiker und Designer. Und ich habe gedacht, das passt ganz gut. Ist natürlich witzig gemeint, klar. Hat aber, also sag doch eine Sache, dadurch, dass jetzt hier so viele Sachen auch in einen Topf geworfen wurden, ja, wir hatten die Grafiker, wir hatten die Systemadministratoren, wir hatten die Typografen oder hier liebevoll Typonazis genannt, alle in einen Topf geworfen, es ist ein unscharfer Beruf, es ist einfach nicht sauber abgegrenzt. Und Webdesigner ist eine Berufsbezeichnung, die ist weder in Deutschland, noch in Österreich, noch in der Schweiz gesetzlich geschützt. Das heißt, jeder, der in irgendeiner Form im Web tätig ist, unabhängig von seiner tatsächlichen Qualifikation, darf sich Webdesigner nennen. Und zum Beispiel, wenn ich eine Anzeige für eine Berufsanforderung in der Zeitung lese oder im Blog oder in einem Magazin, und da steht Webdesigner,
dann heißt es für mich, obwohl ich jetzt wirklich seit vielen, vielen Jahren in diesem Beruf arbeite, noch lange nicht, dass ich diese Skills für speziell diese Anforderungen auch wirklich ausfülle. Ich muss dann wirklich die Liste durchlesen, was ist denn überhaupt gefordert hier, HTML, okay, CSS, okay, JavaScript, Virtual, PHP, schwierig. Dann vielleicht noch irgendwelche spezielle Software und von diesem Anforderungskatalog erfülle ich dann vielleicht nur 60% oder 70%. Dann muss ich eben fragen, passt es noch oder passt es nicht mehr? Und natürlich auf der Gegenseite, auf der Kundenseite bedeutet das natürlich auch, wenn ich mir einen Webdesigner einkaufe als Kunde, weiß ich noch lange nicht, was ich für einen Webdesigner kriege. Kann er was? Kann er nichts? Er kann sich ja Webdesigner nennen. Das wird sich dann auch erst im Laufe des Projektes tatsächlich rausstellen. Also großes Problem, diese Unschärfe des Berufsbildes und diese nicht geschützte, jeder darf es benutzen, dieser Fakt trägt natürlich nicht dazu bei, dass das Image unseres Berufsbildes weiter geschützt und geschärft wird. Wir haben diese 10 Jahre gesehen, wir haben ein bisschen reingeguckt, wie ist denn so die allgemeine Wahrnehmung. Jetzt würde ich mit euch tatsächlich gerne mal zu den Todesgriffen kommen, denn das sind die Sachen, die über das Technische hinaus, die wir mitbringen müssen in unserem Berufsbild, um überhaupt am Markt bestehen zu können. Zumindest aus der Sicht eines Selbstständigen hätte ich hier zum Beispiel den Todesgriff Nummer 1, würde ich sagen, Akquise, Werbung und Marketing. Und zwar in zwei Richtungen. Zum einen muss ich mich natürlich als Designer selbst vermarkten können. Ganz wichtig. Ich kann noch so viele tolle Skills haben, wenn ich am Markt nicht präsent bin, wenn mich keiner wahrnimmt, wenn ich nicht da bin, wird mich keiner buchen und ich werde meine Rechnung nicht bezahlen können. Das heißt, ich muss einmal Werbung für mich selbst machen. Ich muss aber auch was von Werbung verstehen im Sinne des Kunden. Denn wenn ich eine Webseite umsetze oder Broschüre oder ein Logo entwickle oder, dann dient es letzten Endes ja auch dazu, die Wirtschaftlichkeit des Kunden zu unterstützen. Er will ja keine Website nur, damit sie ihm gut gefällt, sondern er will damit eine gewisse Zielgruppe ansprechen und damit letzten Endes seinen Gewinn maximieren. Deswegen sind wir keine Künstler, sondern wir sind Designer. Wir haben einen wirtschaftlichen Hintergrund zu erfüllen. Das gilt für uns selbst, das gilt aber auch eben für unsere Kunden. Ich muss also Akquise betreiben. Ich muss Werbung machen, ich muss Marketing machen. Und im Grunde genommen ist das, was wir heute oder jetzt gerade hier machen, dass wir hier zusammensitzen, ist einmal für mich eine Marketing-Sache. Ne? Ihr seht mich, ihr kennt mich, wir kommen vielleicht nachher noch mit ins Gespräch, aber auch für euch untereinander. Ihr connectet euch miteinander, ihr steht beim Kaffee zusammen, ihr redet miteinander, ihr tauscht Know-how aus und vielleicht entwickelt sich daraus auch der eine oder andere Job. Also auch solche Veranstaltungen zu besuchen, ist mit Sicherheit eine gute Möglichkeit, sich fortzubilden und präsent zu sein am Markt und natürlich Blogs lesen, Fachzeitschriften lesen, Newsletter lesen. Ich habe mich leider bei so vielen Sachen, das ist natürlich die Krux, angemeldet, dass ich die mittlerweile schon in einen Ordner, der heißt noch zu lesen, sortiere. Und der eine oder andere schmunzelt, die sind eben noch zu lesen. Und diese Liste ist mittlerweile so lang. Und ich denke immer, irgendwann kommt der Sonntag, an dem ich mich mit einem Tee auf die Couch setze und mal wieder schön diese E-Mails lese. Das mache ich einfach nicht. Deswegen habe ich jetzt seit etwa einem halben Jahr diesen Fortbildungsfreitag bei mir etabliert, wo ich tatsächlich den halben Freitag, die erste Hälfte des Freitags ist immer Buchhaltung, ganz schlimm, und die zweite Hälfte ist dann Marketing-Sachen lesen, also Blogs lesen, Newsletter lesen, Fortbildung. Sebastian Hein ist auch jemand, der sehr stark in der Fortbildung ist. Vielleicht hast du mal noch Tipps an der Stelle. Wie machst du das? Wie integrierst du das in deinen Alltag, in deinen Arbeitsalltag? Der ja, Podcast-Fan, in Wahrheit beim Staubsaugen, beim Autofahren, Hörbücher hören, Podcast hören. Podcast ja. Auch, ja. Ja, ich bin auch großer Podcast-Fan, das ist wirklich toll. Du hast, glaube ich, auch lange, wir haben vorhin beim Essen kurz drüber gesprochen, ich stehe auch morgens öfter mal im Stau in Frankfurt. Das ist dann tatsächlich keine tote Zeit. Ich habe dann auch Kopfhörer auf und entweder lerne ich gerade Spanisch dabei oder ich höre mir eben Fachpodcasts an. Gute Empfehlung ist die Technikwürze von früher. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, die habe ich jetzt schon lange nicht mehr gelesen. Müsste mal gucken, was es in Österreich an der Stelle gibt. Also Podcasts für zwischendurch mal zu hören. Gute Empfehlung an der Stelle. Todesgriff Nummer 2, Beratung und Konzeption. Also habe ich mal unter den beiden Begriffen zusammengefasst. Weil ich finde, die Beratung ist was oft ein bisschen auf der Strecke bleibt in manchen Projekten. Manchmal ist es so, man bekommt vom Kunden irgendwie ein Word-Dokument oder sowas zugesandt, das und das und das wollen wir. Man liest es und man setzt es um und dann hat man vielleicht Korrekturrunden und so. Ich finde, die Beratung am Anfang eines Projektes, also das
Hinreisen zum Kunden, das Besichtigen des Werks, ja, sich mal anschauen, was genau machen die da, was ist der Punkt, wie ist der Spirit, der da vor Ort herrscht, wie ist da die Stimmung, was gibt es an Designelementen dort schon, gibt es schon Broschüren, wie sieht die alte Website aus, was ist an der gut, was ist an der schlecht, was will der Kunde anders haben, wie will er kommunizieren, wo will er hin, das ist alles in mehreren Beratungsrunden vom Designer rauszufinden. Wir sind letzten Endes die Profis, die es umsetzen. Und es ist ganz wichtig, dass wir Beratung leisten und dabei die guten Ideen vom Kunden aufnehmen und die schlechten Ideen versuchen, ihm auszureden. Und das gelingt eigentlich nur dadurch, dass man fundierte Argumente bringt, die für den Kunden auch nachvollziehbar sind. Also wir müssen auch in der Lage sein, unser Fachjargon, der auch sehr englisch geprägt ist, eben dadurch mit den Technologien, die wir uns angeeignet haben, runterzubrechen auf eine Ebene, wo uns der Kunde versteht. Ich habe mal ein konkretes Beispiel. Es gibt ja immer mal wieder Kunden, gerade größere Firmen haben die Eigenschaft, dass sie noch mit uralten Browsern operieren. Warum das so ist, weiß ich nicht. Da wird immer IT-Sicherheit vorgeschoben. Was ein alter Browser mit IT-Sicherheit zu tun hat, weiß der Teufel. Aber die haben manchmal noch alte IE, da rollen sich mir die Fußnägel auf, wenn ich das sehe. Ich gehe also hin, mache eine Website mit ganz tollen Animationen, sieht alles super aus, läuft alles auf den aktuellen Browsern, die unten drunter stellen es zumindest sauber da, toll. Und der Kunde ruft mich dann an und sagt, Herr Metzler, das ist aber alles völlig zerschossen, was Sie da gemacht haben. Und ich sage, hä? Ja, und dann fahre ich vor Ort und dann sehe ich, das ist halt ein uralter Browser. Dann muss man ihm das erklären. Dann darf man nicht sagen, das ist scheiße, was ihr da macht. Ich habe da immer ein Beispiel, was er gut versteht. Ich sage immer, stellen Sie sich vor, Sie haben einen 16:9 HD-Film. Und den möchten Sie auf einem alten 4:3 schwarz-weiß Röhrenfernseher gucken. Dieser alte 4:3 schwarz-weiß Röhrenfernseher wird diesen Film abspielen können. Ja? Aber Sie werden ihn nicht in 16:9 sehen und Sie werden ihn nicht in Farbe sehen und Sie werden ihn nicht in Full HD sehen. Das geht einfach technologisch nicht. Und dann verstehen die das, weil man es quasi, man hat diese komplexe technische Ebene runtergebrochen auf eine Ebene, die er verstehen kann. Ah ja, okay, also dann müssen wir unsere Browser aktualisieren. Ja, genau, so ist es. Ja, Sie brauchen einen neuen Fernseher, Sie müssen einen neuen Browser. Also so als ein konkretes Beispiel, wie man das ganz gut runterbrechen kann. Ja, und die Konzeption, die aus der Beratung entsteht, im Grunde genommen Screen Design, ja, Click Dummy, ist immer eine gute Idee, den Kunden in diese ganzen Phasen mit einzubeziehen. Schlechte Idee ist, alles irgendwie im stillen Kämmerchen zu designen, fertig zu machen und zu sagen, hier ist die fertige Webseite, dann fühlt er sich nicht abgeholt. A, hat er keine Möglichkeit, mal was dazu zu sagen und zu spüren, dass er einen eigenen Input geben kann. Das ist nämlich Kunden oft sehr, sehr wichtig, also zumindest den meisten ist es sehr, sehr wichtig, dass sie einen eigenen Input und denen ist es auch wichtig, dass sie trotzdem nochmal irgendein Rädchen umlegen können von dem, was wir gemacht haben. Ja, also, und nach meiner Erfahrung ist es so, dass oft der Input vom Kunde, auch wenn ich zuerst erstmal denke, der erste Impuls ist immer so, und wenn man es dann aber mal ausprobiert, ist oft was dran, dass dann aus dem Zusammenspiel der professionellen Beratung und dem Wunsch des Kunden ein richtig gutes Endprodukt rauskommt, wo dann auch beide happy und glücklich und zufrieden sind. Todesgriff Nummer 3, das Screen Design oder die Screen Design Phase. Für mich als Designer natürlich die schönste. Ich habe dann Kopfhörer auf und höre Musik und design dann vor mich hin und bin happy und glücklich und die Sonne scheint. Und früher hatten wir eben ein Schlachtschiff, das hieß eben Photoshop. Damit haben wir, ich glaube, fast alle mindestens mal gearbeitet. Ja. Heute gibt es zahlreiche Tools, die mehr oder weniger ähnlich sind, um ein Screen Design zu schaffen. Es gibt Designer, die arbeiten in InDesign, weil InDesign ja mehr page-fähig ist. Es gibt Designer, die designen in Illustrator, weil sie natürlich sagen, warum soll ich denn überhaupt pixelbasiert arbeiten? Gehe ich doch gleich auf ein Vektorprogramm. Vollkommen richtig. Sketch für die Mac-Welt ist sehr im Kommen. Adobe ist gerade dabei, Sketch wieder irgendeine Software entgegenzusetzen, die dann auch wieder auf der Windows-Welt funktionieren soll. Ich weiß nicht, wie sie heißt, habe ich neulich gelesen. Freue ich mich drauf. Wenn es kommt, werde ich ausprobieren. Denn natürlich ist Photoshop ja eigentlich kein Tool für Webdesign zu machen. Ne? Wir nehmen eine Software und arbeiten mit sehr vielen Tricks und sehr vielen Umwegen, um zu Ziele zu kommen und sehr kompliziert. Da gibt es natürlich einfachere Wege, aber man muss natürlich auch wieder umsteigen. Man muss von alten Gelernten loslassen, man muss sich auf neue Sachen einlassen. Dann hat man ein Tool, was vielleicht viel besser, wenn man es mal erfasst hat, funktioniert. Man kann daraus Click-Dummies generieren, also sprich, man kann dem Kunden schon mal was schicken, was interaktiv
reagiert über das Screen Design hinaus. Und auch da muss man eben immer wieder neue Sachen ausprobieren und gucken, was passt in meinen Werkzeugkoffer und was eben nicht. Todesgriff Nummer 4, die Frontend-Entwicklung ist wahrscheinlich der Punkt, der in den letzten Jahren am allermeisten an Komplexität dazu gewonnen hat. Ne? Also es gab mal eine Zeit, da hat man eben ein, ich sag mal, 940 Pixel breites, zentriertes Layout gemacht und gut war. Das hat für alle Monitore gepasst. Ja? Die kleinsten haben immer noch den gesamten Inhalt. Die einzige technische Herausforderung war, dass man keinen horizontalen Scrollbalken wollte. Das war alles, das war die ganze Herausforderung. Ansonsten Hintergrundfarbe, vielleicht einen schönen Verlauf oder irgendwelche sich wiederholenden Muster. Und wenn der Monitor größer war, hat man eben mehr davon gesehen und noch mehr und noch mehr. Und wenn er eben kleiner war, hat man eben weniger davon gesehen. Hat wunderbar funktioniert. War eine schöne, einfache Welt. Ist heute leider nicht mehr so. Wir haben zahlreiche verschiedene Endgeräte. Wir haben Smartphones, wir haben Tablets, wir haben Laptop-Computer, Desktop-Computer mit riesen Monitoren. Wir haben sprechende Kühlschränke, denkende Staubsauger, wir haben Uhren, die irgendwie für uns keine Ahnung was machen. Google Glass war mal ein Ding, dann kommt die Virtual Reality und, wer weiß, was alles kommt. Wir müssen letzten Endes dafür sorgen, ja, soweit wir das im Moment eben können, unsere Technologie so flexibel zu halten, dass sie möglicherweise auf allen Medien in irgendeiner Form gut funktioniert. Ja. Man kann darauf verzichten, auf Animationen beim älteren Browser, aber es soll halt sauber dargestellt sein. Fliegt halt nichts rum, aber es soll sauber dargestellt sein. Es soll nicht das Layout zerschossen werden. Und das, wer weiß, was als nächstes kommt. Vielleicht wird demnächst Webseiten auf die Augen projiziert. I don't know. Jedenfalls, wir haben verschiedene, jetzt kommt das Angular, das habe ich jetzt nur genannt als Bibliothek, was alles dazu kam. Ne? Also CSS, HTML, JavaScript-Bibliotheken wie Angular, wie jQuery natürlich, MoTools damals, Riesenthema bei Joomla, ist mittlerweile ganz raus oder gibt es noch so ein paar, gibt es noch Überlebende von MoTools in Joomla? Weiß es jemand? Nee, ich glaube auch nicht, ne? Ist komplett raus. Es gibt Template-Frameworks wie T3 zum Beispiel oder wie UCM, also Warp ich müsste jetzt überlegen. Also es gibt unglaublich viele Werkzeuge, die wir verwenden können und auch da, die Qual der Wahl ist groß und letzten Endes muss man selbst ausprobieren, was funktioniert für mich am besten. Ich bin mittlerweile auch auf Frameworks umgestiegen. Ich hatte früher so den holden Anspruch, alles selbst schreiben zu wollen, war wahrscheinlich zum Lernen auch nicht schlecht, hat aber natürlich an Komplexität so unglaublich zugenommen, dass ich das gar nicht mehr selbst abdecken konnte. Und vor allen Dingen responsive Frameworks, die selbst zu schreiben, glaube ich, ist heutzutage auch wirklich keine gute Idee mehr, weil es einfach sehr, sehr ausgereifte, funktionierende Systeme auf dem Markt gibt, die kostenlos benutzbar sind. Todesgriff Nummer 5, installieren und einrichten eines CMS. Das kann ein richtiger Kampf sein und wahrscheinlich hat jeder von uns schon mal Joomla installiert, Joomla ausprobiert. Der eine oder andere hat sich wahrscheinlich auch mal mit dem einen oder anderen Fremd-CMS in Anführungszeichen beschäftigt, WordPress, Typo 3. Dabei hat man eventuell herausgefunden, dass jedes CMS für sich genommen seine eigenen Stärken und Schwächen hat und seine eigenen Haken und Ösen in der Herangehensweise. Joomla zum Beispiel als beitragsorientiertes CMS von der Funktionalität und vom Ansatz her völlig anders als jetzt ein sogenanntes Baum-CSS, was strukturgebunden ist, wie es zum Beispiel Typo 3 ist. Da muss man halt wirklich das Konzept erfassen und pro Anforderung auch überlegen, was ist denn jetzt für mich das Beste. Ich habe irgendwann mal aufgehört, mich mit anderen CMS zu beschäftigen, weil ich halt sehr, sehr viel Zeit und als Designer sind technische Sachen für mich sowieso eine Herausforderung. Mir fällt das jetzt nicht so leicht in den Schoß wie zum Beispiel dem Developer, für den das alles immer sofort klar ist, wie das zu laufen hat. Ja. Für mich ist das schon ein bisschen Pain in the Ass manchmal. Und weil ich so viel Pain in Joomla reingesteckt habe, bin ich dann letzten Endes auch bei Joomla geblieben und habe auch keine anderen Systeme mehr dann produktiv eingesetzt. Zwar hier und da mal über den Tellerrand zu gucken, aber produktiv eben setze ich tatsächlich nur noch Joomla ein. Da bin ich einfach zu Hause, da weiß ich, wie es läuft. Und vor allen Dingen habe ich mein Netzwerk drumherum, weil ich auch immer mal wieder an Grenzen stoße und dann aber Leute habe, die mir weiterhelfen können. Tja, und installieren und einrichten von Joomla, da ist es natürlich ganz, ganz anders. Also Joomla ist eine tolle Software, ja, es ist schon fast ein sinnliches Erlebnis. Joomla
zu installieren. Ich bin auch oft allein, wenn ich Joomla installiere und gebe mich dieser sinnlichen Erfahrung hin. Und eine Sache muss man ja sagen, was unglaublich Spaß gemacht hat bei meinem Vorbereiten des Vortrags, war die Bildersuche nach Trash-Shaolin-Filmen. Also man stößt da in Sphären vor, die man nicht für möglich gehalten hat. Und ich habe jetzt eine so tolle Bildersammlung, die wird bestimmt irgendwann mal was wert sein. Todesgriff Nummer 6, auch eine ganz eigene Disziplin, ist die Suchmaschinenoptimierung. Ich meine, es gibt Agenturen, die sich nur auf die Suchmaschinenoptimierung spezialisiert haben. Ergo scheint es doch ein sehr, sehr, sehr komplexes Feld zu sein. Aber natürlich sollten wir als professionelle Dienstleister so die Grundskills der Suchmaschinenoptimierung beherrschen. Insbesondere dann natürlich die On-Page-Optimierung mit Joomla. Also welche Möglichkeiten haben wir? Wir haben heute schon fundierte Beiträge dazu gehört. Also die richtige Titelvergabe, die Meta-Beschreibung, Einrichten einer Sitemap, Anmelden bei den Webmaster-Tools, semantisch korrekter Text, die Komprimierung, also die Ladezeit und. HTTPS wird, glaube ich, 2017 auch ein Thema für Google Search sein, gefährliches Halbwissen. Und ich erkläre das meinen Kunden immer so als großes, großes Uhrwerk, wo ganz viele große und kleine Zahnräder ineinander greifen, und dieses Uhrwerk muss immer am Drehen bleiben. Also auch nicht damit getan mit Suchmaschinenoptimierung, dass man das einmal macht und dann ist es für immer gut, sondern es ist eigentlich immer wieder ein Vorgang, den man immer im Auge hat, was quasi ein laufender Prozess ist. Also immer einen scharfen Blick und die richtigen Werkzeuge haben, um die Suchmaschinenoptimierung, dieses Uhrwerk immer am Laufen zu halten. Nummer 7 ist die Selbstdisziplin und das Projektmanagement, habe ich das mal genannt. Als Selbstständiger ist man natürlich in der komfortablen Lage, sich auszusuchen, wie kann ich denn meine Arbeitszeit selbst gestalten. Das ist auf der einen Seite natürlich ein Riesenvorteil. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass es keinen Chef gibt, der sagt, du musst aber morgen früh um 8 Uhr im Büro sein. Das heißt, wenn ich aufstehe, wenn ich mein Tagewerk beginne und ende, ist sozusagen meine eigene Verantwortung. Da gehört viel Selbstdisziplin dazu, gerade in Zeiten, wenn vielleicht wenig Aufträge da sind, sich dann zu überwinden, dann auch wirklich den Geschäftsbetrieb dauerhaft am Laufen zu halten, kann ich mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen nicht ganz leicht fällt. Also das ist nicht jedermanns Sache und ich kenne auch viele Leute, die sagen, ich möchte gerne einen 9-to-5-Job haben, da habe ich meine feste Struktur, habe abends Feierabend, wenn die Tür zu ist, habe ich mit der Firma nichts mehr zu tun. Nachvollziehbar, mein Modell ist es nicht, aber das muss sich natürlich jeder selbst überlegen, was da für ihn den richtige Weg sein könnte. Ja, und beim Projektmanagement ist eben zu sagen, ganz wichtig, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, also den Kunden einzubinden an ein Projekt. Und natürlich gibt es aber auch mal Krisenzeiten. Es gibt natürlich auch Aufforderungen zu Lieferzeiten von Material zum Beispiel. Wir haben Deadlines, wir haben Zeitpläne, der Kunde muss Material liefern. Da müssen wir in der Lage sein, das ordentlich, freundlich, aber bestimmt zu kommunizieren und ihn auch darauf hinzuweisen. Lieber Kunde, wenn du bis Ende der Woche nicht die Bilder oder die Texte geliefert hast, dann verzögert sich der Launch der Website um so und so viele Tage. Also immer, ich schreibe es wirklich konkret immer rein, verzögert sich um so und so viele Tage, dass er immer genau weiß, was hat das denn für eine Folge, wenn wir das nicht liefern. Und vor allen Dingen kann ich mich dann, wenn es später Diskussionen gibt, ja, warum ist denn die Website nicht fertig, kann ich mich immer auf diesen Schriftverkehr berufen und kann sagen, ich habe es sehr früh genug kommuniziert, das Material kam erst 14 Tage später wie vorgesehen, ergo hat sich der Launch um 14 Tage nach hinten verschoben, ist auch sehr nachvollziehbar, auch für den Kunden. Dann kann es natürlich auch sein, dass dem Kunde mein tolles Design, was ich für ihn gemacht habe, einfach nicht gefällt. Es gefällt ihm einfach nicht. Was ist das denn? Ich bin doch Künstler. Mir kann man doch da nicht mit sowas kommen. Ja? Aber leider ist Design natürlich auch immer eine Geschmacksfrage. Ja? Und deswegen muss ich mich dann versuchen, auf den Kunden zuzubewegen, ihn ein bisschen weit abzuholen, ihn so einzubinden, dass er auch das Gefühl hat, dass er selbst Teilhaber an dem Design ist. Dann kann er schlecht natürlich am Ende des Tages sagen, es gefällt ihm nun doch nicht. Und natürlich muss ich natürlich als Künstler, als Designer in der Lage sein, Kritik auch einfach mal hinzunehmen und mich mal selbst zu reflektieren und zu sagen, möglicherweise hat der Mann, die Frau, ja auch einfach recht mit dem, was sie sagt. David hat heute Morgen einen sehr schönen Beitrag dazu gehabt. Es gehören immer zwei zum Projekt. Ne? Es ist nie der Designer allein und nie der Auftraggeber allein. Es sind immer zwei und die beiden müssen miteinander zurechtkommen. Deswegen gehört Diplomatie und Deeskalation, also ein bisschen Psychologie, im Prinzip auch zu unserem Berufsbild dazu. Und last but not least, der Todesgriff Nummer 8 sind die kaufmännischen Kenntnisse, die wir alle mitbringen müssen. Also wir müssen in der Lage sein, aussagefähige Angebote zu schreiben. Wir müssen
aus diesen Angeboten nachvollziehbare Rechnungen generieren. Wir müssen, finde ich persönlich schwierig, ist für mich immer eine Herausforderung, eine transparente Preisgestaltung zu machen. Wir arbeiten ja viele, ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber man arbeitet ja bei größeren Projekten auch viel auf Pauschalbasis. Das kann dann links und rechts immer mal aus dem Ufer laufen. Dann werden dann teilweise Leistungen nachgeordert. Da gilt es dann auch gleich zu reagieren und sagen, okay, das war nicht mehr im Paket drin, das kostet so und so viel. Gleich offensiv kommunizieren. Dann gibt es danach keine Diskussion, aber auch da muss man über die Erfahrung der Jahre hinaus Fingerspitzengefühl dafür entwickeln, wann und wie kommuniziere ich was meinem Kunden gegenüber. Und kann also auch, wenn sich Kunden treffen, ja, und man hat verschiedene Preise für verschiedene Kunden, das ist auch ein ganz schwieriges Thema, muss man gute Argumente haben, warum oder was, Größe der Firma, ist das wirklich ein gutes Argument, warum da die Dienstleistung teurer ist, also ganz schwierig. Natürlich haben die ein anderes Budget als der Metzger nebenan, die Leistung ist aber komplexer, aber vielleicht doch vergleichbar, ganz, ganz schwierig. Also da muss man wirklich Fingerspitzengefühl haben. Kann sich für solche Sachen natürlich auch Profis mit ins Boot holen, die genau für sowas da sind. Also wenn man sich, ich bin jetzt nicht der Riesenzahlenmensch, ich gebe solche Sachen dann auch gerne in fremde Hände ab, zum Beispiel auch einen professionellen Steuerberater oder eine Steuerberatungsagentur, die das Thema Steuern für mich macht, weil ich habe das auch mal eine Zeit lang selbst gemacht, kaufmännische Ausbildung zwar, vor Jahren mal gemacht, aber ich habe ehrlich gesagt einfach keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen. Also gebe ich diese Sachen ab und bezahle dafür gutes Geld. Dafür verdiene ich ja auch Geld, damit ich mir solche Fremdleistungen reinholen kann. Das kann man, wenn man da keine Lust drauf hat, auch wirklich für sich entscheiden. Ja, so, das waren die 8 Todesgriffe der Design-Shaolin. Was ist denn nun das Fazit des Ganzen? Also, haben wir gesehen, wir Webdesigner müssen hellwach sein und hellwach bleiben, Trends verfolgen, neue Technologien ausprobieren, immer wieder testen, immer wieder in Kommunikation, auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Wie machst du das denn? Nicht im Kämmerchen verkriechen, offen bleiben für Neues und auch nicht an Gelerntem festhalten. Wie zum Beispiel der Umstieg von Tabellenbilder auf CSS hat echt lang gedauert, bis ich das gemacht habe. Aber als ich es dann gemacht habe, habe ich gedacht, ach, das ist cool, warum nicht immer so? Offen bleiben. Wir sind eine sehr spezialisierte Berufsgruppe. Wir haben unglaublich viele Skills und wenn wir lang am Markt bestehen wollen, müssen wir uns eventuell auf Sachen spezialisieren, psychologische Kenntnisse haben von Kundenabwicklung, Projektmanagement etc. etc. Also, Webdesigner ist ein geiler Beruf. Wer was anderes sagt, lügt und wir sollten mit Fug und Recht uns stolz Webdesigner nennen dürfen. Vielen Dank, mein Name ist Alexander Metzler und ich bin Webdesigner. Vielen Dank fürs Zuhören.